Olivia Newton-John ist noch immer die, die wir wollen. Zumindest die, die Madame Tussauds möchte. Der Grease-Star lächelte übers ganze Gesicht, als sie ihre Doppelgängerin aus Wachs in Las Vegas enthüllte, wo sie momentan mit ihrer Hitshow Summer Nights auftritt. Die 65-jährige Sängerin und Schauspielerin, die 1978 Sandy in dem Hit-Musical-Film Grease spielte, posierte für Bilder neben der jüngeren Version von sich selbst aus Wachs. Leider trug Olivia keinen hautengen schwarzen Anzug für das Event. Obwohl sie kaum einen Tag älter als ihr hinreißender Charakter aussieht, entschied sich die blonde Schönheit für einen etwas erwachseneren Look. Eine schwarze Hose und ein glitzerndes Oberteil. Nach einem kurzen Aufenthalt in Las Vegas wird die Wachsfigur nach Hollywood verfrachtet. Ein weitaus passenderer Ort für eine Filmlegende.